Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marco Fusaro, Geschäftsführer beim Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Heute live aus Hamburg und ich sehe gerade, ich könnte tatsächlich auch noch meinen Namen hier in der Videobeschreibung anpassen und dann kann man das auch sehen. Ja, 2 Wochen lag ich da nieder mit Corona. 2-mal musste diese geplante Sendung verschoben werden. Aber heute ist es soweit. Es gibt etwas zum Thema ja, generative KI. Aber eben heute mal nicht, wie kann man es umsetzen, sondern mit einem ersten kritischen Blick auch drauf, was natürlich immer für uns als Weiterbildungsorganisation auch im Mittelpunkt steht. Nichts einfach so übernehmen, sondern alles, was wir machen, auch kritisch hinterfragen, abwägen, immer die Pros und Kontras gegenüberstellen und dann zu einer Entscheidung kommen. Und ihr wisst es, alle, die unseren Kursgenerator schon im Einsatz hatten, das steht auch jedes Mal unten drunter beziehungsweise oben drüber, ja, checkt das, was unsere KI da für euch produziert. Geht da gerne mit in Dialog und wendet euch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja, bei uns beim Bildungswerk des Landessportbundes oder tauscht euch im Verein oder wo ihr es gerade einsetzt, aus. Wie immer habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ich will euch dennoch diesen Inhalt näher bringen. Wir steigen ein. Wir werden heute den ersten Teil zu der kritischen Auseinandersetzung machen und dann im neuen Jahr den zweiten Teil zu dieser kritischen Auseinandersetzung damit dann starten. Zwischen den Jahren haben wir Sendepause. Das sei uns dann auch mal gegönnt. Ich gucke mal, wechsel die Ansicht, damit wir da hinkommen. Ihr wisst ja, wie immer gilt, wenn ihr die Sendung im Real Life seht, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, entweder bei Vimeo oder bei YouTube, je nachdem, wo ihr das findet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt eine Mail oder schreibt was in die Kommentare rein. Wir freuen uns über jedes Feedback, was uns da begegnet. Ja, Schwerpunkt heute, also die Reihe heißt ja 45 Minuten KI für deinen Sportverein. Ich versuche das auch heute wieder so zu schaffen, dass wir die 45 Minuten na, hoffentlich nicht überziehen. Vielleicht bleiben wir heute auch einen Tick drunter. Ja, es geht um ethische Überlegungen und auch um Fairness in der Anwendung generativer KI, natürlich auch im Sport. Und dazu wollen wir heute mal hineinschauen, was eigentlich, wie diese Basis überhaupt von generativer KI ist. Und ich habe dafür aus meinem Netzwerk, und das Netzwerk ist entstanden im Zusammenhang mit OER, also mit Open Educational Resources. Das sind leider fast keine Sportvertreter da, aber sehr, sehr viele Vertreter von Schulen, von Erwachsenenbildungsorganisationen. Ja, wir aus dem Sport sind ja immer die Einzigen, die da unterwegs sind. Obwohl wir als Sport ja eine der größten Weiterbildungsorganisationen im Bundesgebiet sind, findet man die da nicht. Open Educational Resources bedeutet, dass die Materialien, die dort veröffentlicht werden, freie Materialien sind, Open Educational, ja, Bildungsresources, Materialien im Wesentlichen. Und natürlich kann man die nicht total frei verwenden, sondern man muss je nach Lizenz, wenn es eine CC0 ist, dann kann man die einfach so verwenden. Wenn es eine CC BY ist, dann muss man den Namen nennen. Und das werde ich jetzt auch gleich natürlich tun, denn da, wo ich das gefunden habe, der hat das selbst auch gefunden. Und beide Menschen stelle ich euch, beziehungsweise beide Teams stelle ich euch natürlich auch gleich direkt vor. Ja, das ist das, worüber wir uns heute ja beschäftigen wollen. Wenn ein Hammer so wie KI funktionieren würde, weil es wird gerne mal gesagt, ja, KI ist ja nur ein Werkzeug. Aber um diesen Gegensatz mal deutlich zu machen, ein normales Werkzeug könnte ich mir normalerweise kaufen, also einen Hammer könnte ich mir kaufen, dann wird mir das gehören. Aber diesen Hammer hier
Das ist schon ein Hammer, schon ein Werkzeug, aber wir können den nicht kaufen. Wir können den, sagen wir mal, mieten, wir können den abonnieren, wir können damit arbeiten. Und diejenigen, die diese Grafik hier gemacht haben, die ich euch hier zeige, das ist Jöran Mus Meerholz und Jula Henke von der Agentur Jöran und Konsorten. Und die haben da diese Grafik dargestellt unter einer CC BY Share Alike 4.0 Lizenz. CC BY Share Alike heißt, dass wenn ihr diese Grafik und wenn ich diese Grafik verwende, das unter der gleichen Lizenz wieder veröffentlichen muss. Also ich kann das jetzt nicht total freigeben, kann auch nicht sagen, dass es meins ist, ne? Sondern das ist eine CC BY Share Alike Lizenz. Und diese Abbildung, die basiert auf einem Original. Ja? If a hammer was like AI in der Version 2 von Juni 2023, also was sehr Frisches. Und die ist von Per Axbom unter der gleichen Lizenz auf der Website axbom.com/hammer-ai veröffentlicht worden. Und das Team um Jöran Mus Meerholz und der Jule Henke, die haben diese Grafik, die der Per Axbom, diese Themen, die der Per Axbom veröffentlicht hat, übersetzt und grafisch neu gestaltet in dieser Form. Naja, also Jöran und Konsorten, das ist eine Agentur hier aus Hamburg, wir ja auch gerade in Hamburg, die sich immer um das Thema Digitalisierung in der Bildungslandschaft eingesetzt haben. Die sind große Verfechter von Sharing is Caring. Ja, also wenn man was teilt, dann kümmert man sich drum. Und wir gehen davon aus, dass natürlich das immer anregt, in der Community über diese Themen zu diskutieren. Und falls man einen Verbesserungsvorschlag hat, dann nehmen wir die natürlich auch gerne auf. Ja, und so wie das Team um Jöran Mus Meerholz bei Jöran und Konsorten tickt, so ticken wir im Bildungswerk auch, und ihr wisst, dass seit vielen Jahren, ich meine seit dem Jahr 2017, auch die Praxisimpulse, die wir jeden Monat freigeben, unter diesen CC BY-Lizenzen veröffentlicht werden, damit ihr die so frei wie möglich einsetzen könnt. Ja, und jetzt will ich natürlich noch was zu Per Axbom sagen, den ich selber gar nicht so kannte, aber über das Netzwerk Jöran und Konsorten mir auch da vertraut wurde. Das ist ein schwedischer Kommunikations- und Designstratege. Ganz interessant, der ist in Liberia geboren und in Saudi-Arabien, Tansania aufgewachsen, ist aber Schwede und hat einen unheimlichen internationalen Hintergrund und hat auch schon seit den frühen 80er Jahren Interesse an Computern, und seine Leidenschaft in diesem Bereich paart er eben mit einer besonderen mit einem besonderen Verantwortungsbewusstsein. Ja, und sagt, ja, welche Auswirkungen haben denn solche Innovationen auch auf Menschenrechte im Bereich der Digitalisierung? Hat viele Bücher geschrieben, viel veröffentlicht, viel natürlich auch auf seiner Website axbom.com, die ist englischsprachig und schwedisch. Also ich habe mich dann auch der englischsprachigen Version angenommen. Und bringt dort immer eine menschliche Perspektive auf digitale Entwicklung. Und damit passt das wunderbar, wie gesagt, auch zum Bildungswerk des Landessportbundes, denn wir sehen auch nicht immer nur die Technik, sondern den Menschen dahinter und davor und dabei. Und ja, von daher passt das in auch unsere Welt hinein. Und der Peer, der hat auch 9 Bereiche identifiziert, in denen eben er sagt, wenn die KI ein Hammer wäre, dann wäre das ein erstaunlicher Hammer, und das wollen wir euch heute auch näher bringen. Und wir starten direkt mit diesem Beispiel versteckter Datendiebstahl. Wenn ja, KI ein Hammer wäre, dann wäre das ein Hammer, der im Prinzip einfach mal das Design der meisten Konstruktionen in der westlichen, das ist wichtig, in der westlich industrialisierten, auch wichtig, Welt ohne Zustimmung ja,
getan hätte, hätte es einfach mal so kopiert und dann bemüht, sich das Durchschnittlichste davon nachzuahmen. Ja? Man könnte auch sagen, um so gut zu werden, wie KI in ihrer aktuellen Form ist, wurden viele generative KI-Systeme, also nicht nur das, was wir im Einsatz haben von OpenAI, sondern eigentlich alle generativen KI-Systeme mit riesigen Datenmengen trainiert. Wir haben damit auch angefangen, aber wir haben unsere KI-Systeme erst mal mit eigenen Datenmengen trainiert. Also wir haben ja seit 2009 eine Datenbank an Kursthemen, an Seminarthemen, Ausschreibungen, die wir selber generiert haben aus vielen, vielen Veranstaltungen heraus und haben unsere Systeme erstmal damit gefüttert. Allerdings waren unsere Systeme nicht groß genug, um so elegante Sätze zu formulieren. Da konnte man im Prinzip sozusagen bausteinmäßig das bei uns auch schon generieren lassen. Aber jetzt in der Summe, also unser Material plus das Material aus diesen großen Datensystemen, gibt es eben beim Kursgenerator die tollen Praxisanwendungen. Aber man kann natürlich sagen, ja, diese großen Datenmengen, da ist nie, wahrscheinlich nie jemand gefragt worden. Und die Daten wurden halt einfach auch nicht eins zu eins gefüttert, sondern die wurden analysiert. Und man hat ja, Internetseiten durchforstet und dann im Prinzip entsprechend gearbeitet. Und zu diesem versteckten Datendiebstahl gibt es natürlich wieder so zwei Meinungen dazu. Die einen, und ich fange mal auf der rechten Seite an, die sozusagen dagegen sind, die sagen, naja, das war eine Nutzung ohne Zustimmung und damit verstößt es gegen Urheberrechtsgesetze. Ja, die Frage ist natürlich, ja, gehen wir mal durch, ne? Dann sagt man, ja, und wenn das in Ordnung war, dass ihr das kopiert, dann sind wir aber nicht ausreichend kompensiert worden und finden keine Anerkennung. Dann sagt man, ja, das hat aber auch zu Qualitätseinbußen und Verzerrungen geführt, ja, weil das eben nicht so übernommen worden ist, wie es ursprünglich gedacht war. Die Kontra sind, die haben natürlich auch nochmal ethische Bedenken, Fragen der Privatsphäre. Das, was ich vielleicht auf meiner Internetseite veröffentlicht habe, ja, das möchte ich vielleicht in keinem anderen Kontext wiederfinden. Wirtschaftliche Auswirkungen, ja, was passiert, wenn, haben gerade Autoren häufig Angst davor, wenn Menschen das einfach so generieren können und da eigentlich gar keine Qualitätskontrollen mehr sind, habe ich denn als Autor noch eine Chance? Ja, und dann allgemein so diese rechtlichen Unklarheiten, ist das denn erlaubt? Und ihr habt die Diskussion mitbekommen in der EU. Naja, die einen sagen, wenn wir jetzt zu hart sind, dann verlieren wir den Anschluss. Der andere sagt, wenn wir zu weich sind, schützen wir unsere Autoren nicht. Ja, wo finden wir da eine gute Mitte? Braucht es eine Mitte oder müssen wir uns an Rändern positionieren? Das ist tatsächlich alles noch im Unklaren. Diejenigen, die der Sache sehr positiv gegenüberstehen, die haben natürlich auch ihre Argumente. Ja, und die sagen, naja, die Texte, die sind ja gar nicht so im 1 zu 1 übernommen worden, die sind ja zerlegt worden. Ihr kennt das, ja, haben wir schon eine Sendung drüber gemacht mit neuronale Netze. Ja, also man zerlegt diese ganzen Texte und verknüpft die nur noch und man arbeitet gar nicht mehr mit ganzen Konstrukten, sondern nur mit diesen Token, die also Bruchteile von Worten auch häufig sind. Und deswegen ist das, was entsteht, auch in der Regel deutlich unterschiedlich von den Trainingsdaten. Wenn sich jemand da entdeckt bei diesen Trainingsdaten, dann muss man feststellen, dass das schon so durchschnittlich war, was da formuliert wurde, dass ja, das neue Durchschnittliche eigentlich nur das alte Durchschnittliche abgebildet hat. Ja. Dann der Hinweis, dass in der Regel viele Inhalte produziert worden sind, eh schon mit öffentlichen Geldern
Und ganz, ganz häufig auch an Universitäten, an Schulen und produziert worden ist, also von Menschen, die sowieso schon dafür bezahlt wurden, Inhalte zu produzieren. Das habe ich nie so ganz verstanden, dass während der Vorlesung Inhalte entstanden, die dann anschließend der Professor mit der Arbeit von wissenschaftlichen Mitarbeitern zu einem Buch konzipiert hat, und das Buch haben dann anschließend Studierende kaufen müssen, damit sie dann der Vorlesung folgen konnten. Und das Geld hat dann nochmal der Professor eingestrichen und der Verlag. Habe ich nie verstanden. Ja, ich habe immer gemeint, das geschieht während seiner Arbeitszeit, das geschieht während seiner Lehrtätigkeit, also muss das Ergebnis anschließend auch frei verfügbar sein. Deswegen bin ich schon immer ein OER-Fan, ja, als das noch gar nicht vielleicht OER hieß, sondern einfach Sharing is Caring. Ja. Dann wiederum muss ich auch feststellen, der Einsatz von KI fördert Kreativität. Also auch bei Menschen, die schon meinen, richtig gut sind, die können das System damit füttern. Ich sage euch, füttert nicht die generative KI damit, dann macht ihr das schlauer, sondern füttert unseren Kursgenerator damit. Damit macht ihr nicht das Sprachmodell schlauer, aber euch, ja, denn mit den bei uns hinterlegten oder also eingegebenen Daten werden die Sprachmodelle nicht trainiert, ja, sondern die werden sozusagen trainingsfrei verwendet. Und natürlich könnt ihr dann am technischen Fortschritt partizipieren. Ich benutze schon seit Ewigkeiten einen Taschenrechner und hatte noch nie ein Problem damit, dass der Taschenrechner jetzt besser rechnen kann als ich. Ja, vielleicht kann er auch Sätze besser formulieren als ich. Also warum soll ich da Probleme mit haben? Aber warum er Probleme mit haben könnte, kommt ja gleich auch noch mit verschiedenen anderen Bausteinen. Naja, und dann ist ganz klar, die rechtliche Lage ist noch nicht vollständig geklärt. Das lässt Interpretationsspielraum zu. Warum soll man den Interpretationsspielraum nicht einfach nutzen, wenn er doch noch entsprechend da ist? Was nehmen wir also jetzt mal als Einstieg dazu mit? Ja, generative KI-Systeme wie DALL-E oder GPT-3 oder GPT-4, wie wir es ja auch in unserem Kursgenerator benutzen, nutzen großen Datenmengen, die oft ohne Zustimmung oder der Urheber verwendet wurden. Das ist so, unbestritten. Die Veröffentlichung von Inhalten im Internet impliziert nicht automatisch die Erlaubnis zur freien Nutzung durch KI-Systeme. Das stimmt auch. Also das ist nicht sauber geklärt. Das wird noch geklärt. Da werden noch Juristen dran gehen und das klären. Es besteht aktuell ein rechtliches Dilemma, allerdings nicht für die Nutzer der Inhalte von KI, sondern für die Firmen, die diese großen Sprachsysteme aufstellen. Das müssen die klären. Ja, ihr wisst ja auch, ganz lange hat Google und YouTube das geklärt, wie das mit Videos ist, die da hochgeladen werden, mit Inhalten, sind die da hochgeladen, wenn was darf und was nicht. Und letztendlich kommt man zu einer Einigung, und da werden wir als Nutzer dann entsprechend davon profitieren. Ja. Es gibt Argumente der Befürworter, ja, die auch sagen, dass die Inhalte gar nicht so in Gänze gespeichert werden, sondern so in Token und das dann entsprechend wieder zusammengesetzt werden. Und ein Hauptproblem ist wahrscheinlich, dass diejenigen, die darüber entscheiden müssen, Richter und Politiker, überhaupt gar keine Ahnung davon haben in der Tiefe, dass man eben das ja mitnehmen muss. Lest euch mal durch, was der Per Axbom dazu sagt, was andere dazu sagen. Macht euch einfach schlau da rein, kommuniziert mit uns. Wir beobachten das Ganze ja auch und haben uns für eine Lösung entschieden, die nicht andere Systeme trainiert. Also eure Daten, die ihr da eingibt, sind dann diesbezüglich sicher. Aber das eine oder andere Problem taucht natürlich auch auf, was wir gleich haben werden. Und eines der Hauptprobleme, und ich sagte ja am Anfang schon, ja, das durchforstet Internetseiten. Die meisten Internetseiten sind aus der westlichen Welt, die sind aus höher gebildeten Ländern, die, naja, was nicht unbedingt sozialer ist, ne, das wisst ihr auch. Und es ist zumeist englischsprachig, weil auch noch männerdominiert.
Und deswegen sagt der Per Axbom, wenn KI ein Hammer wäre, dann würde er am häufigsten den Daumen von People of Color, also von schwarzen, braunen und anderen benachteiligten Menschen treffen. Und es ist so eine inhärente Eigenschaft von KI, die hat so eine Fähigkeit, Schäden zu beschleunigen. Denn indem sie mit großen Datenmengen trainiert wird, auch oft unbeaufsichtigt, vervielfältigt sich da die Voreingenommenheit, die man auf verschiedenen Internetseiten findet, reproduziert überholte Werte, beinhaltet und erhält voreingenommene Kommentare. Und dann werden die bei jedem Output reproduziert und damit verstärkt sich das Ganze wieder selbst, wenn es nicht aktiv überwacht wird. Und da viele Vorurteile subtil sind und in der allgemeinen Sprache verankert, man gar nicht weiß, wo das herkommt. Und ihr wisst das, das muss man doch noch sagen dürfen. Und die ganzen Gerichte, ja, das durfte man vielleicht früher sagen, das hat man früher gesagt, ist aber nicht schön, wenn man das heute noch sagt. Das ist aber so tief verankert, das kann ja so sein, dass das also toxisch, misogynistisch ist, rassistische Inhalte ausspuckt, obwohl der Bot das vielleicht gar nicht so merkt, ja? Weil er ja auf diese Daten trainiert ist. Und da kann man immer dagegen anwirken. Das machen wir zum Beispiel auch immer, wenn uns da was Entsprechendes auffällt. Und wenn ich dann da so reinschaue, muss man sagen, dass, und ich glaube, ich kann das mal noch, ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Ja, was nehmen wir an dieser Stelle mit? Was fassen wir an dieser Stelle zusammen? Ja, KI-Systeme können bestehende soziale Ungerechtigkeiten verstärken, indem sie unbewusst in ihren Daten eingebettete Voreingenommenheiten reproduzieren. Sehr subtil in der Sprache, als auch offensichtlich in Form von toxischen Inhalten auf. Systemische Probleme führen dazu, dass KI-Werkzeuge oft Menschen benachteiligen, die bereits marginalisiert sind, auch in Bezug auf Jobchancen und rechtliche Beurteilungen. Ja, also wenn ich Daten bekomme und dann das System damit füttere und dann vielleicht eine Entscheidung getroffen haben möchte, muss ich selber sehr aufpassen, dass das nicht so ein Bias unterliegt. Ja, und als Bild kann man sich vorstellen, wie ein berührungsloser Seifenspender, der auf dunkle Haut nicht reagiert. Das ist das typische Beispiel, wie Technik eben Voreingenommenheit widerspiegelt. Ja, aber das gibt es nicht nur bei People of Color, das gibt es auch mit Männern und Frauen, ja, mit allem Möglichen, ne? Und ihr wisst, dass das ganz normal ist, also dass es irgendwie Dummies in Autos bestimmte Größe und Gewicht haben und Frauen aber in der Regel da nicht zu passen. Dass Medikamente fast immer an Männern ausprobiert werden, aber fast nie an Frauen oder Kinder. Ja, wer will denn das? Wo immer das herkommen mag, ne? Und die Verantwortung liegt eben beim Hersteller und dem Designprozess und nicht beim Nutzer. Ja? Was wiederum für uns bedeutet, ich muss das mich einmischen. Ja? Und wenn mir zum Beispiel bei generativer KI, wenn ich da bemerke, dass es da so ein Bias gibt, dann muss ich ein Feedback geben. Das heißt, wenn ihr den Kursgenerator vom Bildungswerk nutzt und da irgendwie sowas in dieser Art merkt, ja, dann steht der eben unten drunter, nimm Kontakt mit dem Bildungswerk auf und teile das uns mit, damit wir auch entsprechend reagieren können und auch wieder Stellschrauben stellen könnt. Und wenn ihr irgendwie andere KI benutzt, macht das da ebenso. Gebt ein Feedback. Positiv, negativ. Was ist euch aufgefallen? Ja, damit die Systeme lernen können. Ja, auch von uns. Das ist dann unser Beitrag dafür, dass wir das dann auch, sagen wir mal, kostenfrei nutzen können, damit es eben besser wird. Scroll mal ein Stückchen weiter.
Und ja, auch ups, Umweltkosten spielen, zurück, auch Umweltkosten spielen eine Rolle an dieser Stelle. Kann man sich vielleicht erstmal so gar nicht vorstellen, aber das geht ja nicht beim Handyladen, auch nicht ums Handyladen. Es ist ja schon untersucht worden, was es kostet, eine WhatsApp, also irgendwie eine Nachricht zu verschicken. Das sind schon Geldbeträge, die gar nicht so dargestellt werden, wenn wir immer mit unseren Flatrates arbeiten, unserem Provider gegenüber. Aber derjenige, der dir diesen Dienst zur Verfügung stellt, also die App-Anwendung zur Verfügung stellt, muss auch irgendwie davon, ja, die Kosten decken. Und es gibt tatsächlich Schätzungen, auch wenn es wahrscheinlich total übertrieben ist, dass zum Beispiel eine ChatGPT-Anfrage in Geld 100-mal mehr kostet als eine Google-Suche. Ja? Oder 10-mal so viel Energie verbraucht, um eine ChatGPT-Sitzung durchzuführen, um die gewünschte Antwort zu erhalten. Ja, weil man sich da ja auch an entsprechende ja, iterative Vorgehen rantastet an die richtige Antwort. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, meine Google-Suche, die hat ja auch nie aufgehört nach der ersten Suche. Also das Verrückte ist, dass wir uns gar nicht bewusst sind, was so eine Suchanfrage insgesamt kostet. Und man natürlich auch überlegt, gibt es umweltfreundlichere Weisen, mit denen man solche Dinge erledigen kann? Sprich, ist das Anstrengen meines eigenen Gehirns? Ja, wenn ich eine Rede für eine Hochzeit schreiben möchte, vielleicht energiesparender. Ja. Schneller ist es tatsächlich, wenn ich generative KI benutze. Verrückt ist, dass im Jahr 2023 mehr Menschen einem Computer vertrauen, um Worte für ihre Liebsten zu schreiben, als eine andere Möglichkeit, vielleicht mit Stift und Papier und von Herzen. Ja. Ja, das ist so. Aber vielleicht gab es auch ganz wenige Reden früher bei Hochzeiten und jetzt gibt es eben auch mehr Reden bei Hochzeiten. Will man das haben? Kann man das abwägen? Ne? Traut euch auch weiterhin selbst Dinge zu generieren, aber probiert zwischendurch auch einfach mal generative KI aus. Stimmt das ab und ihr wisst, unser Lieblingswort ist sowohl als auch. Das ist immer am besten. Auf jeden Fall, das, was wir wissen, ist, dass es natürlich Energie kostet, Informationen zu besorgen. Ja, so oder so. Ja, das eine kostet Kalorien, die ich vielleicht durchs Denken verbrauche und Zeit und irgendwie Anregungen anderweitig zu sammeln. Nichts von dem, was wir tun, ist energiefrei. Was man schätzt, ist eben, und das nehmen wir wieder mit, dass KI-basierte Anfragen natürlich Energie kosten und wahrscheinlich mehr Energie kosten als herkömmliche Online-Suchen. Ja, glaube ich auch. Dass im Jahr 2023 deutlich mehr Menschen auch persönliche Aufgaben übertragen haben und das nicht nur im Business-Bereich. Und ich war jetzt am Freitag auf einer Veranstaltung auch als Referent da. Da haben wir eine Frage gestellt, wer hat das schon mal genutzt? Und dann kam ja im privaten Bereich schon. Dann fragt man sich, wofür haben die das wohl im privaten Bereich benutzt? Ja, aber das war die Mehrheit, die gesagt hat, privat ja. Warum? Weil sie zum Teil beruflich gar nicht drauf zugreifen durften. Ja, auch hier wieder die Anregung, auch mal wieder was handschriftlich zu verfassen. Der signifikante Energieverbrauch. Und ich habe jetzt letztens gelesen, Chinesen haben ein riesen Rechenzentrum zum Kühlen, damit sie Energie sparen, im Meer versenkt. Ja, sozusagen durch die Umgebungstemperatur. In Skandinavien gibt es große Rechenzentren, Grönland, Island.
werden Rechenzentren gebaut von den großen Konzernen, weil die Umgebungstemperatur dann niedriger ist und man deswegen die Rechenzentren leichter kühlen kann. Ja, aber damit zum Beispiel mal drüber nachzudenken, ist schon ein guter Schritt, ja, und das abzuwägen. Ja, wie ich natürlich auch sage, muss ich irgendwie von A nach B fahren? Also nicht muss ich, fahre ich mit Verkehrsmittel X oder Verkehrsmittel Y von A nach B, sondern ich überlege überhaupt erstmal, ob ich von A nach B fahren muss, ob das notwendig ist. Ja, und ich muss natürlich auch immer wieder schmunzeln, dass bei allen Debatten über Energieverbrauch und ja, da wird die Pauschale für mein Elektroauto gekürzt und gleichzeitig buche ich aber meine Flugreise aus Urlaubsgründen auf die Malediven, damit ich da tauchen kann. Ja, also ihr wisst, was ihr damit meinen, ja. Und ich sage immer, Energiesparen fängt da an, wo es weh tut und nicht da, wo ich auf etwas verzichte, wo drauf ich sowieso verzichten kann. Gehe einen Punkt weiter. Ja, eine der ersten Fragen, die bei uns im Vorstand auftauchte, war, als wir vorgestellt haben, gesagt, ja, es gibt ja Ausschreibungen. Ja, werden die dann nicht alle gleich, die Ausschreibungen? Und mein erster Gedanke war dann, oh ja, das ist schon möglich, aber sie unterscheiden sich dann immer noch von den meisten anderen Ausschreibungen, die wir dann haben. Denn ganz häufig steht in Ausschreibungen im sportlichen Kursbereich einfach nur das Thema Wirbelsäulengymnastik, Pilates. Vielleicht steht dann noch eine Zielgruppe dahinter für Frauen, für Menschen über. Ja, also ihr wisst auch da wieder, was ich meine. Und jede Änderung, auch wenn es Gleichheit wäre, wäre aber immer noch ein Riesensprung zu dem, was man vorher hat. Was ich aber an dieser Stelle meine und was auch der Peer an dieser Stelle meint, ist, wir haben Vielfalt auf unserer Welt. Also es gibt ungefähr 7000 Sprachen und Dialekte auf der Welt. Aber nur 7% davon sind in online veröffentlichtem Material vertreten. Und 98% der Internet-Webseiten sind in nur 12 Sprachen veröffentlicht. Mehr als die Hälfte davon auf Englisch. Wenn jetzt also nur das Internet als Quelle genutzt wird, dann ist das trotz dieser ganzen Vielfalt immer noch ein kleiner Teil der Menschheit repräsentiert. Nee, ist eigentlich auch nicht. Nicht ein kleiner Teil der Menschheit repräsentiert, sondern ein kleiner Teil der Vielfalt der Menschheit repräsentiert. Ja? Und es wird geschätzt, dass 76% der Cyberbevölkerung in Afrika, Asien, den Nahen Osten, Lateinamerika und der Karibik leben. Aber die meisten Online-Inhalte, die stammen von anderswo. Ja, nehmen wir zum Beispiel auf Wikipedia, mehr als 80% der Artikel stammen aus Europa und Nordamerika. Ja, nun, das ist ja auch bei uns entstanden. Und deswegen ist das so. Ja, und da ist natürlich kaum was Asiatisches, Chinesisches, Indisches da. Die haben ihre eigenen Datenbanken. Ja, und wenn wir nun betrachten, auf welchen Inhalten die meisten KI-Tools trainiert werden, ja, dann ist das klar, dass das nur ein Ausschnitt der menschlichen Erfahrungen und der Umstände widerspiegeln. Und dann ist es natürlich schwierig, auch sagen wir, die Vielfalt und die Perspektive und auch die Schicksale zu erahnen, was das für Folgen hat, wenn alles sich darauf bezieht. Und dann ist das trotz der Vielfalt eine gewisse Homogenität, die dann beim Machen und Kreieren dann wieder da Einzug erhält. Ja, und dann werden eben die profitieren, die im Prinzip Spiegelbild der bisher schon ja veröffentlichten Inhalte sind. Und all die anderen, die da bisher nicht gefunden werden, ja, die werden dann hinten rüber fallen.
Und wenn man sich dann überlegt, dass es vielleicht 3 Millionen KI-Ingenieure irgendwann gibt, dann sind das immer noch nur 0,0004% der Weltbevölkerung. Ja? Und dann ist irgendwie klar, dass aktuell die dominierenden Akteure hauptsächlich in den USA ansässig sind. Und natürlich auch die Kultur der USA dann widerspiegeln. Und aus dem Grund sagt man ja auch, dass die Texte, die generative KI erzeugt, häufig sehr amerikanisch klingen. Ja, das mag sein. Deswegen immer die persönliche Note drüber geben. Ja, also nicht den Text eins zu eins nehmen, sondern nochmal individualisieren. Ihr könnt natürlich auch ChatGPT, zum Beispiel unseren Kursgenerator, sagen, wie er schreiben soll. Typ deutsche Kindergärtnerin zum Beispiel. Ja, dann kriegt ihr eine andere Färbung auf jeden Fall schon mal hin. Ja. Ob. Ah, jetzt weiß ich auch, warum das da schon so sprang. Jetzt wird mir das auch gerade deutlich. Also ein kleines technisches Problem. Okay, was nehmen wir mit? Versuche ich euch jetzt mal dann verbal mitzugeben. Was nehmen wir mit? Von den fast 7000 Sprachen spiegeln sich nur etwa 7% in Online-Materialien wider. Die meisten Internetinhalte sind nur in nur 12 Sprachen verfügbar, wobei Englisch dominiert. Der größte Teil der Cyberbevölkerung lebt in Afrika, Asien, im Nahen Osten und Amerika. Im Nahen Osten und Amerika wird in Online-Inhalten, ne, ist eigentlich unterrepräsentiert, wird aber von den Inhalten her überrepräsentiert, während die andere Bevölkerung unterrepräsentiert ist. KI-Systeme werden hauptsächlich mit Inhalten aus Europa und Nordamerika trainiert, was zu einem eingeschränkten Verständnis und einer begrenzten Perspektive führt. Jetzt könnte man natürlich sagen, aus unserer Sicht nicht. Also wir können damit ganz gut leben, aber natürlich alle Menschen, die außerhalb dieser Welt sind, die werden dann im Prinzip untergebuttert. Und natürlich kann diese sprachliche und kulturelle Einseitigkeit in den Trainingsdaten zu Verzerrungen und zur Vernachlässigung vielfältiger globaler Perspektiven führen. Und die Macht und der Einfluss im KI-Bereich konzentriert sich tatsächlich zurzeit auf wenige große Technologieunternehmen, meist in den USA. Und wenn wir das Ganze berücksichtigen, auch beim Einsatz unseres Kursgenerators, dann wissen wir mit dieser Sensibilisierung, wie wir damit entsprechend umgehen müssen, dürfen, können. Ja, und aus dem Grund gilt immer, nehmt nicht das erste Ergebnis, sondern gebt nochmal eine Feedback-Schleife rein. Ich habe das ja häufig genug gezeigt. Du kannst das noch besser betone. Das und das, benenne explizit das und das. Und jetzt spüren wir auch, was unsere Arbeit in diesem System ist und die Wichtigkeit der Arbeit ist, dass wir nicht überflüssig werden, sondern dass sich derjenige, der gut im Dialog ist mit Menschen, der ist auch gut im Dialog mit KI. Ja, und wird dann bessere Ergebnisse erzielen als jemand, der nicht gut im Dialog ist. Ja, und wir bieten ja an, nehmt Kontakt mit uns auf, tretet, wenn ihr unsicher seid, mit uns in Dialog, damit das Ganze eine runde Sache gibt. So viel zur Sensibilisierung für heute Abend. Die Zeit ist ja auch schon fortgeschritten. Die Dreiviertelstunde ist auch entsprechend durch. Mein Tipp ist, probiert es mal im geschützten Bereich bei uns auf dem Kursgenerator aus unter kursgenerator.de. Ja, eure Angaben dienen nicht dem Trainieren
der großen Sprachmodelle, trainieren allerdings schon die kleinen Modelle hier beim Bildungswerk, helfen uns, eure Probleme besser zu verstehen und deswegen dann natürlich auch bessere Antworten generieren zu können. Ja, lasst uns an euren Erfahrungen mit dem Kursgenerator teilhaben. Probiert es aus. Er ist immer noch kostenfrei für euch zur Verfügung, ohne Registrierung. Schreibt keine Klarnamen rein, sondern vielleicht Lieschen Müller oder Max Mustermann. Ja, wenn ihr mit Namen irgendwie umgehen wollt, wenn ihr ein Verein seid, gebt einfach als Verein XY ein, ja, und nicht euren Klarnamen. Dann helft ihr auch unseren Moderatorinnen und Moderatoren, die sich das anschauen, eine gewisse Neutralität zu behalten. Ja, so viel jetzt an dieser Stelle zum Thema. Mehr dann dazu im neuen Jahr. Wir haben diese Woche noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag live im Programm. Ihr kennt ja das Programm auf bildungswerk.live. Könnt ihr das immer herausfinden. Ich verbleibe, euer Marco Fusaro, und freue mich, wenn wir uns im frischen neuen Jahr frisch und neu wiedersehen. Auf bald. Tschüss.